Das kann ich noch reparieren und das hier. Die wollen immer unbedingt meine Kaserne mal einnehmen. Der Bauhof interessiert sie gar nicht. Dann hätten sie ja gewonnen. Auf jeden Fall brauche ich noch einen Sammler. Es geht so schön schnell jetzt. Man denkt immer, es geht so langsam. Man muss einfach mal die Geschwindigkeit runterstellen. Schon merkt man, wie schnell es eigentlich geht. Keine Ahnung, warum der jetzt wieder zwischen Infanteristen ist. Der Mammutpanzer und der Sammler. Dass Infanteristen dazwischen sind. What the fuck? Genau deswegen wollte ich mindestens zwei Türme. Dann bleibt einer wenigstens mal stehen. Moment, wo ist er wieder? Bis man sich hier mal zurechtfindet. Und der Sammler ist fertig. Jetzt habe ich erstmal eine Weile ganz schön viel Kohle wahrscheinlich. Der soll mir nicht die Mauer aufschießen. Komm mal her, du Sacknase. Ja, von rechts kommen sie so gut wie gar nicht, aber kam auch schon vor. Hauptsächlich von oben. Den müsste ich jetzt eigentlich reparieren. So schnell wie möglich, solange es noch geht. Wenn er es jetzt überlebt. Er überlebt. So, oh, wie schlecht das jetzt wieder ist. Stellen wir den hier hin, so ein bisschen entfernt. Und jetzt können wir theoretisch Mammuts bauen. Jetzt, wenn ich jetzt den ersten Mammut kriege, dann ist... Boah, wie langsam der kaputt geht. Der hält eine Menge aus. Haben die sich gerade eben gegeneinander gefeuert? Sieht teilweise so aus. Witzig. Oh nein. Das ist jetzt gar nicht gut. Das geht mir alles viel zu schnell. Komm, Mammut. Oh, der ist... Ja, gut. Er hat's geschafft. Ja, und ich darf noch einen Befestigungsturm machen. Komm, den kriegst du, oder? Alter! Ich hab mich schon vorhin gefragt, ist es klug, die da oben links hinzustellen, aber ich hab das als einen schönen Platz empfunden. Eieiei. Wenn sie jetzt gleich mit dem Großangriff wiederkommen, dann kriege ich ein Problem, aber ich habe Mammut. Der sollte mich doch erstmal beschützen. Einheit bereit. Gehört sofort wieder mir, ihr Säcke. Die wollen meine ganze Basis haben. Beziehungsweise nur zwei Gebäude und der Rest der Ingenieure stellt sich einfach nur daneben. Breche auf. So wird's doch laufen. Breche auf. Ja. Noch ist die Beryllium da. Noch kann ich beruhigt sein. Noch. Noch die doch. Das ist doch meine Mauer. Warum kann ich doch... Ich sehe es einfach nicht. Ich muss den halt hier hinstellen, sonst muss ich mit Sandsäcken da ein bisschen mehr Freiheiten schaffen. Aber sowas ist mir zu doof. Jetzt habe ich genug Geld. Nach langer Zeit mal. Kann den auch was reparieren. Ja, mit dem Mammuts. Mammut! Hab Mut! Wie schnell das geht. Habt ihr auch das Gefühl, dass es gerade rasend schnell geht? Das liegt wohl echt daran, dass ich so lange auf einer ganz langsamen Geschwindigkeitsstufe gespielt habe. Ein sehr cooler Trick, der eventuell auch etwas Skill einbüßt, wenn man das zu lange macht. Dann ist man es nicht mehr gewohnt und dann ist man total schlecht. Kommt gar nicht mehr zurecht auf der normalen Geschwindigkeit. Aber die langsame ist auch einfach zu langsam dann. Man steckt quasi in einer Zwickmühle. Jetzt stören sie mich nicht mehr. Ich würde fast gerne noch einen dritten da bauen, aber okay, meinetwegen, da mache ich jetzt ein bisschen mit Sandsäcken. Da wird mir ja quasi zugezwungen. Gezwungen, genau. Gezwingert. Wird gebaut. Ich würde den gerne so hier in die Ecke stellen. Wird gebaut. Wird gebaut. Noch ein Mammut. Jetzt bin ich eigentlich schon unschlagbar, zumindest in der Verteidigung. Wenn sie jetzt mit dem Nuklearschlag kommen, natürlich ist das eine ganz andere Geschichte. Ich könnte mich auch hier einmauern. Aber das ist ja lame. Ach, ist das der große Angriff, auf den wir schon warten? Das... Oh, da kommen die Artillerien. Zurückziehen, die Türme mitarbeiten lassen. Und passt das. Ja, also, wie schnell das alles geht. Herrlich. Und gefährlich. Ehrlich gefährlich. Normaler Panzer, was will der hier? Für wen hält er sich? Sich zu Mammuts zu gesellen, die alle auch ein bisschen beschädigt sind.
Es wird eng mit dem Tiberium. Ich habe Angst. Ist das ganz rechts? Ja, die Karte scheint doch nicht so breit zu sein und Konstruktion so groß an sich auch nicht unbedingt. Da wollte ich ihn hinstellen. Da ist er richtig. Die Sandsäcke lasse ich einfach nochmal da. Die stören ja keinem. Die tun ja keinem was. Der Turm kommt noch weg irgendwann. Aber nein. Er kann das Feuer auf sich lenken. Jawohl, unter Umständen. Na, da brauchen auch drei Sammler mal ein bisschen Zeit. Wenn das Siberium so weit weg... Ja, hier können sie sich entscheiden. Das ist echt Selbstmordaktion von diesen Ingenieuren. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, weiter Verteidigung zu bauen. Ich brauche Angriff. Haben die bestimmt genau kalkuliert und es ist genau so viel Tiberium da, dass man ihn gerade nicht besiegen kann, den Gegner. Dann muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen. Vielleicht soll ich den Gegner auch infiltrieren mit Ingenieuren. Nur so kann ich gewinnen. Wäre mal was ganz Neues. Kommt jetzt später in Konkurteilen auch immer wieder, dass so Infiltrationsmissionen auftauchen. So als Kontrast zu den üblichen Missionen. Habe ich Missionen gesagt? Ja. Zu den üblichen Basismissionen. Wo man einfach Basis aufbaut, Panzer bauen, angreifen, vernichten. Schluss. Demzufolge ist das durchaus eine willkommene Abwechslung, sowas. Aber ich bin trotzdem froh, wenn man irgendwann dann doch eine Basis bekommt. Ich erinnere mich an diese Hammerfest-Basis in Tiberiensan. Das bringt doch nichts, lasst sowas sein. Das war, ich glaube, das ist fast meine Lieblingsmission aller Command & Conquer-Teile bei Command & Conquer Tiberiensan. Wo man auch in dieser Winterzeit mit diesen Schwebepanzern erstmal die Basis finden muss. Quasi die eigene Basis zurückerobern muss. Das hat richtig Spaß gemacht. Immer wieder dieselbe Struktur und Konstruktion an Feinden. Oh, die sind echt stark. Weil sie kommen immer mit denselben Einheiten und derselben Menge. Und wenn jetzt schon alle Türme was überlebt haben, werden sie es in Zukunft auch. Leider macht das meine Mauer nicht wieder ganz. Könnte ich nachbauen, aber nö. Wird gebaut. Ich sag mal wieder so ab 10 Mammuts reicht das. Für weitere Erkundungen. So lange sollte das Geld auch noch reichen. Und gerade habe ich 3, 4, 5, 6. Langt also locker. Dauert auch nicht mehr lange. Dann können wir uns alle freuen. Es gibt Neues zu sehen. Das Lied scheint ja auch relativ oft bei den Head-On-Missionen zu kommen. Gefällt mir aber durchaus. Ja komm, geht einfach rein, Mann. Moin. Moin. Konstruktion fertig. Jawohl, wird gebaut. Mohan. Das sieht auch jetzt grandios aus. Als ob sie was bewachen würden. Ja, tun sie auch, meine Basis. Ich könnte ja mal den kleinen. Oh, da kommen sie schon wieder. Sie hören nicht auf, sie lassen mich nicht in Ruhe. Ich bin traurig. Gut, reicht nicht aus. Ich wollte nur mit ihm erstmal erkunden. Breche auf. Konstruktion fertig. Construction completed. Genau, das haben sie bei Alarmstufe Rot 2 doch auch gesagt. Aber im Deutschen dann Einheit bereit. Kann es sein? Oder war das doch Alarmstufe Rot 1 eigentlich? Moment, Unit ready hieß es bei Alarmstufe Rot 2. Construction completed. Das heißt dann nur bei Gebäuden so noch, glaube ich, bei Alarmstufe Rot 2. Aber ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall noch mehr Tiberium. Jetzt, oh, und da wird viel weggesammelt. Das ist aber nicht nett. Boah, ich habe doch ganz angegriffen. Ja, der hat einen extra. Hier. Kleidchorus. Kavallerie. Und jetzt verfolgen sie mich. Was Eskorte, das ist immer das Wort, was mir entfällt im ersten Moment. Und dann fällt es mir doch ein. Ich mache hier mal ein bisschen mehr Licht. Ihr habt doch eh nichts drauf. Ich schaff den gar nicht. So schwach seid ihr. Aber ich jetzt in den Tod gelockt. Muhaha.
Schön, dass da immer so 12 Euro übrig bleiben zum Reparieren. Jawohl, er hat sogar geschafft. Dann lassen wir ihn wieder reparieren. Fertig. Ja, das gefällt mir. Wisst ihr, was mir noch gefallen würde? Eine Kommunikationszentrale. Wird gebaut. Könnte sogar reichen mit der Energie. Das sind echt Großkraftwerke. Das ist ja genial. Keine normalen, lumpigen Kraftwerke. Also reichen die zwei eine Weile. Auch wenn sie, wie schon mehrmals erwähnt, lang nicht so effizient sind wie in Alarmstufe Rot 2, wo ein einziges Großkraftwerk oder wie es da heißt, quasi mehrere Basen gefühlt versorgen könnte mit Strom. Dafür, wenn das dann weg ist, dann hat man ein Problem, wenn man nichts anderes hat. Das muss man dazu sagen. Gestoppt. Abgebrochen. Abgebrochen. Mal gucken, ob man jetzt plötzlich einen Tempel von Nord zu sehen bekommt, wenn ich hier einen Ionenwerfer zur Welt bringe. Jawohl, Sir. In Ordnung. Weichen. Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon viel sicherer. Breche auf. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich von Anfang an nicht die Geschwindigkeit runtergedreht hätte. Vielleicht wäre ich auch schneller auf den Gedanken gekommen, die Gebäude zu verkaufen. In Ordnung. Da ist man stärker unter Druck, denkt man schneller, wird konstruktiver. Breche auf. Und hier ist alles total langweilig. Die sind eh oben rechts mit ihrer Basis, das haben wir ja gesehen. Oh, ein Ingenieur, noch nie gesehen. Oder ein Invasor. Invasor. Bestätigt. Breche auf. Invasor. In Ordnung. Breche auf. Hallo? Breche auf. Hier noch was? Vielleicht noch mehr Tiberium? Ich bleib erstmal kurz stehen, damit ich in Ruhe was aufbauen kann. Konstruktion fertig. Ja. Knapp langsam. Aber es passt. Gebaut. Und Stahlhagel. Brauche ich nicht. Wobei, Stahlhagel. Warum kann ich eigentlich nicht die geilen neuen Artillerien bauen? Nur weil ich keinen Nord. Genau die meine ich. Lasst ihr mich in Ruhe, hier ist Tiberium, cool. Oh oh, die wollen mich killen. Ah, boah, die nehmen beide Tiberium-Felder für sich. Ist das jetzt eine oder zwei Basen? Das ist auch so eine Frage. Aber sie kriegen ganz viel Verstärkung. Gut, dann gucke ich mir einfach an, was hier so ist noch. Irgendwann sollte ich ja, wie langsam sie sind. Okay. Einheit. Oh, da kommen sie mit Einheit Helis? Waren das gerade echt Helis? Woher haben die Helis? Hat er nur GDI eigentlich? Komisch. Bin überrascht. Der mag meine Werkstatt scheinbar nicht. Keine Ahnung, was er gegen die hat. Wird gebaut. Hat doch keinem was getan. Was da alles kommt. Boah, das wird schwer da reinzukommen. Das ist klar. Ich werde erstmal Stück für Stück sukzessive die Verteidigung lahmlegen mit dem Ionenwerfer. Oh, was habt ihr gegen meinen? Ah! Alter Schwede, brauche ich noch? Ja, ich brauche die auf jeden Fall noch. Ich hätte sie doch nicht so weit oben hinstellen sollen, scheinbar. Die mögen meinen Turm nicht. Bin erschüttert. Wird gebaut. Gestoppt. Und jetzt wartet er wieder auf dumme Sammleraktivitäten. Ha, ich liebe es. Gut, aber so viel scheinen die gar nicht von der Karte eingenommen zu haben. Trotzdem scheinen die sehr stark. Sie sind doch recht stark. Mist, jetzt habe ich den schon wieder gebaut. Ich wollte eigentlich den gerne hier oben eigentlich bauen. Der steht wieder auf dem Präsentierteller. Und eine Werkstatt, bitte. Kann ich die irgendwo hier in Sicherheit hinstellen, damit die nicht dauernd belästigt wird? Oder ich muss halt hier. Ich baue hier gleich noch einen Turm hin. Scheinbar braucht es einfach ein gewisses Maß an Verteidigung. Dafür kann ich den inzwischen verkaufen. Zum Glück habe ich die Sandsäcke stehen lassen, sonst hätte ich den jetzt nicht gleich wieder hinbauen können. Komm, irgendwo hier hin. Ja, das geht. Ah, die Nerven. Ionenwerfer. Speichern wir doch gerade mal. Und gucken, was passiert. Ob sie es nachbauen. Das Ding. Oh, die werden auch auf jeden Fall angestachelt dadurch. Diese Flammenpanzer sind übelst stark. Das ist ja leider so. Ich muss echt mit den Mammuts mal ein bisschen rausgehen. Und mit denen ein bisschen was abfangen. Die können ja auch repariert werden. Genau wie
Türme an sich. Hilft noch ein bisschen mit da, sage ich nur. Vor allem die Flammenpanzer müssen weg. Die habe ich jetzt gelotst zu mir, indem ich Millionenwerfer angegriffen habe. Sonst wären die jetzt nicht so schnell gekommen. Ah, der ist ja fast voll. Nix da, Labernesch. Labernesch ist nur Bullshit, Eva. Der ist ja auch voll, die haben sich selbst geheilt, glaube ich. Manchmal heilen die sich echt gut selbst, manchmal irgendwie nee, weniger. Oder nur zur Hälfte. Ja, jetzt sehe ich da, was hier alles passiert. Die haben viel mehr Tiberium als ich insgesamt. Hilfe! Ein Ingenieur! Ah! Ich bin gespannt auf den Atomschlag. Der geht bestimmt wieder auf irgendeinen doofen Turm. Deswegen speichere ich jetzt auch mal auf einen neuen Stand. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das ist nämlich ganz fies sowas, wenn plötzlich ganz viele Gebäude kaputt gehen. Und ich das nicht kann, denn ich habe nur einen doofen Ionenwerfer. Und die können den Nuklearschlag auch noch mehrmals einsetzen, obwohl das eigentlich nicht möglich ist. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Normalerweise wäre ich damit schon zufrieden für den Angriff, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das hier nicht ausreichen wird. Für was Sinnvolles. Der Sammler, der nervt, der nimmt mir mein Tiberium weg. Von unten angreifen? Ja, auf jeden Fall geht es da lang. Der Sammler kommt ja da auch rum. Ist jetzt gefährlich, klar. Aber Konstruktion fertig. Das mache ich ja gerne, so was, was Gefährliches. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Komm mal hoch. Breche auf. Ist auch immer gleichwindig hier, wie man an der Flagge sieht auf der Kaserne. Der Wind, er weht. Oha, was wollt ihr denn? Wie viel abzieht? Ich glaub's nicht. Ein simpler Schwebepanzer hat mich fast mehr als die Hälfte abgezogen. Ich glaub es nicht. Scheinbar bauen die es nicht nach. Kurios. Kurz manchmal auf eine Fliege versuchen einzudreschen. Die hier öfter mal vorbei rumschwirrt. Mal gucken, was ich jetzt hier anziehe. Außer Fliegen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Ein paar Not-Nots und Flammenpanzer und Steinhagel. Jawohl, Stahlhagel. Beziehungsweise sind ja keine echten Stahlhagel, oder? Jetzt verliere ich sogar Einheiten wahrscheinlich. Sind aber auch echt viele hier. Die da kommen. Hilfe! Dafür nerven sie jetzt nicht meine Türme. Für einen Moment. Viele. Ich habe noch keinen verloren, oder? Noch nicht. Das lief beeindruckend. Beeindruckend, genau. Der ist immer noch nicht repariert. Der auch noch nicht. Ja, super. Und die machen nichts von sich aus. Die könnten da jetzt einfach Ingenieure bauen und ich hätte ein Problem. Schafft der nämlich auch, jawohl. Und Witz ist es, dass sie da einfach hier Gebäude aufstellen können. Zum Glück machen sie es nicht ununterbrochen. Das wäre sonst richtig doof. Und unangenehm. Ich kann die nicht gescheit schicken. Haben die schon wieder was gebaut? Alter, was machen die jetzt die ganze Zeit? Warum so verstärkt? Gerade nervt's. Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Bitte? Ich dachte schon, das wäre ein feindlicher Mammut. Das wäre heftig. Ich glaub's nicht, die hören nicht auf. Gleich nehme ich es einfach mal ein. Wenn ihr das unbedingt wollt. Das nächste wird eingenommen. Dann können sie nichts mehr da bauen, wo, wenn da schon was steht. Aber das haben sie vielleicht gar nicht erst bedacht. Schnell reparieren. Ist zwar teurer so ein Ingenieur als eine Kaserne, aber letzten Endes halt Hand von Nord, aber zahlt sich aus, weil die ja immer wieder sonst das machen. Den Dreck. Kriegen sie nicht mehr, sind zu langsam. Rein da.
bevor wir sowas bauen können. Vor allem kein Ingenieur, bitte. Nur diese Geschütztürme kann ich leider nicht. Einwerfen, genau. Einnehmen. Was machen wir jetzt kaputt? Das kriegen wir nicht ganz klein, aber wir kriegen wahrscheinlich so ein kleines, lohnt sich auch voll. Was ist das für ein gegnerisches Gebäude? Es steht jedenfalls noch. Hat sich wohl nicht gelohnt. Ja, die Sammler kommen immer seltener zurück zur Raffinerie und bald müssen sie da oben links sammeln. Ja, speichern wir mal neu. Wir können uns ja mal angucken, wie weit wir kommen. Wäre schön, wenn der Gegner echt mal nur eine Basis wieder hätte. Das ist ja ganz große Seltenheit geworden. Beim letzten in Herzmissor hatten sogar drei Basen. Auch wenn das eine keine richtige war. Aber im Endeffekt läuft es auf zwei Bauhöfe hinaus. Wobei, in der letzten Mission war es, glaube ich, tatsächlich nur ein Bauhof. Aber könnten auch zwei gewesen sein, bin mir gerade nicht sicher. Was? Was ist das denn jetzt? Hat mich voll erschrocken. Ich habe es gar nicht gesehen, wirklich. Die haben dann mal geschossen plötzlich. Oh. Ja, wir werden weniger, das wird gefährlicher. Wir müssen überdenken, gleich könnten Obelisken irgendwo erscheinen. Nix da. So wenig Geld und schon Silos angeblich. Alle wieder beschädigt. Ja, die werden immer wieder beschädigt, weil da so ein Ding noch nachgebaut wird. Ich stelle mich extra davor. Ja, die bauen. Kein Wunder, dass sie hier Geschütztürme bauen, weil sie nichts anderes mehr bauen können. Decken wir hier noch ein bisschen auf. Ein Ingenieur. So eine Überraschung. Gut, gucken wir da mal hin, wo er herkommt. Wenn wir das halt auch mal bauen können. Kann ich bestimmt, wenn ich dann Nord spiele. Aber gibt es als GDI eigentlich auch noch irgendwas Neues? Wäre doch auch mal was Nettes. Schön, dass ihr euch einzeln abschlachten lasst. Hättet ihr auch mal früher machen können. Unbedingt nochmal Speicherung. Gleich muss da irgendwo ein Obelisk kommen. Ach, das ist die einzige Möglichkeit, zur Basis zu gelangen. Wie klein ist die denn? Das kommt mir fast so vor, als würde die... In Ordnung. Oh, bis auf die Helis halt. Aber ich habe Raketen. Eigentlich müsste ich die angreifen können. Mammuts haben Raketen. Ja, also. Wusste ich doch. Ich weiß zwar nicht, woher die jetzt plötzlich Helis haben. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Helis sind jetzt nie die starken Gegner gewesen. Ja, ich stelle euch auch mal dahin, damit die bloß nichts Neues mehr bauen. Ja. Und hier scheint auch noch so ein Geschützturm zu sein. Und das ist bestimmt ein Obelisk, aber mit dem werde ich jetzt leben können. Vielleicht hole ich mir noch schnell meine Verstärkung. Ich könnte fast mir vorstellen, was das bei so einer kleinen Basis ich da einfach reinmarschieren kann. Scheint doch recht schnell zu gehen. Wo ist hier ein Obelisk? Hm? Kann ja einfach mal die Flugabwehr angreifen. Sie bauen nichts nach, zumindest nicht in ihrer eigenen Basis. In meiner schon. Gucken wir mal rein. Gut, können wir hier direkt was kaputt machen. Dann kommen keine Ingenieure mehr. Wenigstens das mal. Alles offen hier, was ist das? Was ist hier los? Das ist kurios. Schnell den Bauhof weg, dann nerven sie mich nicht mehr in meiner Basis. Der Bauhof ist mir gerade am wichtigsten. Scheinbar echt nur eine kleine Basis. Das ist ja jetzt seltsam leicht geworden. Ich weiß nicht, was das soll. Die ganze Zeit 1000 Einheiten und Panzer, die auf mich zukommen. Und jetzt das? Warum? Das noch weg. Jetzt können sie mir gleich nichts mehr anhaben. Bin verwirrt. Ich habe nicht mal eine Stunde gebraucht für die Mission. Für die letzte habe ich 2 oder noch länger gebraucht. Für manche habe ich schon 3 gebraucht. Für die letzte Nord-Mission in der normalen Kampagne habe ich sogar 4 gebraucht. Oder 5 sogar. Einmal eine Aufnahme 4 Stunden, einmal eine über 1,5. Alter Schwede.
Naja, muss auch mal sein, eine schöne leichte Mission. Und man muss ja bedenken, die große Schwierigkeit lag im Anfang der Mission. Denn da war das noch alles übelst schwer. Kann ich meinen eigenen Sandsack angreifen? Cool. Dann bringen wir das ja noch zu Ende. Ich krieg vielleicht gleich Luftunterstützung. Wenn ich die Luftabwehr wieder vernichtet habe. Boah, der Arme. 1000 Raketen kommen auf ihn zu, wie bei Dragon Ball. Aber er kann sie nicht abwehren. Seine Aura ist zu schwach. Yippie, und ich komme Flamme der Läuterer. So, und mal gucken, wie viele Flugzeuge ich bekomme. 2, 3. Oh, und das Kraftwerk ist immerhin kaputt. Und ein Silo ist auch weg. Hat sich voll gelohnt. Will ich selber nicht mehr machen. Sieht auch recht voll aus. Ich muss ja sagen, die Mission hat Spaß gemacht letzten Endes. Sie war fordernd, vor allem am Anfang. Und dann wurde es halt ein bisschen leichter als erwartet. Und sie hatten nicht einen Obelisken. Vor allem das ist es halt. Keine Obelisken, nur einen Bauhof. Das war ein bisschen leer. Deswegen, man sollte sich hier gar nicht so lange aufhalten, sondern einfach machen. Und dann schafft man die Mission ganz schnell. In unter einer Stunde. Danke, Eva. Mal sehen, was die Videosequenz uns sagen wird. Was Tolles? Sehr toll. Eins, eins, eins. Stand da eine 1 drauf bei den ganzen? Sah fast so aus. Wieder 0% Effizienz, aber das geht mir so am allerwertesten vorbei. Hauptsache 58% Führung. Führung. Ja, Verluste gehen auch in Ordnung. Das nenne ich mal Zahlen. Und ich habe bei so einer leichten Mission am zweitmeisten Punkte. Jetzt würde ich doch gerne mal wissen, woran die Punkte gemessen werden. Vielleicht anhand der verlorenen Einheiten, weil ich diesmal so wenig verloren habe, weil es ja so kurz war nur. Das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, jedenfalls haben wir es geschafft. Und beim nächsten Mal kommt Datenübertragung. Die viertletzte Mission erstmal für GDI. Bevor der ganze Rest kommt. Dann sage ich Tschüss und wer noch will, kann mir zugucken, wie ich die Mission lösche. Die wir nicht mehr brauchen. Aber das Video an sich ist vorbei. Schön, dass ihr da wart und zugesehen habt. Und seid wieder dabei, wenn es weitergeht. Quark. Übrigens Quake, da gibt es auch noch Add-ons, die spiele ich auch, denke ich mal, irgendwann noch. Habe ich in meinem Infovideo jetzt letztens nicht erwähnt. Gar nicht dran gedacht, aber irgendwann will ich jetzt auch nochmal spielen. Was heißt nochmal? Mal spielen. Damit ich das Spiel komplett abgehakt habe. Quake. Macht mir jetzt aber nicht so sehr Spaß, als dass ich denken würde, dass ich noch die Fortsetzung spielen würde. Glaube ich nicht. Aber das Add-on möchte ich. Ich glaube, es hat sogar zwei Add-ons. Und Add-ons an sich sieht man ja, wie hier. Sind jetzt nicht unbedingt so lange. Kann man ruhig nochmal ergänzend hinzufügen zum Hauptspiel. Ah, schön. Das war die Dinosaurier-Kampagne und das sind die ersten drei Missionen vom Add-on. Dann kamen die 14 Nord-Missionen, die 15 GDI-Missionen. Da ist eine mehr, weil irgendwas mit den Optionalen da korreliert hat, was auch immer. Ist ja unwichtig. Ja, vorbei. Spielsteuerung stimmt auch. Mal wieder. Ich sage Tschüss und erspare euch das Gestotter von Eva. Und stopp einfach die Aufnahme. Ciao.